Es sind die zwei großen Gebete, liebe Schwestern und Brüder, die König Salomo bis auf den heutigen Tag geradezu sprichwörtlich gemacht haben. Jenes Gebet als junger König um Weisheit und das Gebet bei der Tempelweihe, das wir immer noch an Kirchweih zitieren. Man erkennt in diesem ersten Gebet, das wir heute hören, das ein wenig gekürzt ist, man erkennt die Gene seines Vaters David, die Größe seines Vaters, wie er, wie wir das in den letzten Wochen neu gehört haben, immer wieder trotz aller Schuld, trotz aller Vergehen, trotz aller krummen Wege hinfindet zu Gott und sich an Gott orientiert und sich von ihm orientieren lässt, dass sein Leben nicht ganz aus dieser vorgesehenen Bahn Gottes fällt. In diesem Gebet zeigt sich, wenn Salomo so spricht, wessen Sohn er ist. Aber wir wissen, dass es nicht so bleibt. Wir werden das in den nächsten Tagen noch hören. Wenn wir heute Morgen am Samstag gesungen haben in einer Strophe, du bist mehr als Salomo, dann hebt diese Strophe aus der Barockzeit genau auf diese Erfahrung ab. Ja, in Christus findet sich aufgehoben diese, wenn man so will, die Gene des David und des Salomo. Aber sie zeigen sich deutlich und sie werden überboten, indem, dass wir Christus selber als Sophia, als Weisheit, als Wort Gottes verehren, der die Weisheit bis zum Schluss darin zeigt, dass sie sich unter Gottes Wort beugt und ihm treu bleibt bis zum Tod am Kreuz. In dieser Treue ist Jesus nicht nur quantitativ mehr als Salomo, dass er ihn irgendwie überrundet hat, sondern er ist eben anders. Er, der ganz aus Gott kommt, zeigt, was die Größe Salomos und David war und wovon wir uns auch verabschieden müssen, was ihrer Größe abträglich war, was letztendlich zum Untergang dieses Königshauses und dieser Königslinie führt. Was darin positiv ist, hebt die Geschichte Israels auf und hebt das Christentum auf und trägt es ein in das Bild Christi. Nicht als etwas Fremdes, sondern weil es von innen her aufscheint, weil es zu leuchten beginnt, wenn man auf Jesus schaut. Von daher sollten wir es tun, wie wir es heute im Evangelium hören. Selbst wenn wir müde sind und noch nicht einmal Zeit zum Essen finden, Jesus verordnet keine Urlaubszeit den Aposteln, sondern er sieht die Not der Menschen und dann lehrt er sie lange. Er lehrt sie seine Weisheit, die wahrhaft leben und atmen lässt.